So, Folge 27, wenn mich nicht alles täuscht. Geht an den Start. Covered Operation wird das wohl sein. G-Modification und Kybernetics, das ist dumm getimt von mir gewesen. Scan for Activity. Sand Extraction Squad. Launch Mission. Edit Unit, Loadout. Du kriegst das. Das, weil dein Aim so schlecht ist. Ne, Clear Unit, Clear Unit, Clear Unit, ha. Lüd dir ganz over. Loadout. Nicht so doller Aim. Mega Items available, accept. Und wir werden noch ein paar Leute vorher benennen müssen. Shirley Holmes auf jeden Fall wieder. So, Customers. Ich wollte eigentlich nie bei 4 ankommen, aber scheiß drauf. Affirmativo. Verstanden, Commander. Race. Na, nach rechts geht er raus. So. Shirley Holmes. Wen haben wir noch verloren gerade? Ah, ich weiß nicht mehr. Memorial, Roadblock, Ganzauge. Lydia Ganzauge? Holmes, Reaperman, Brown. Elliot Reed, genau. Die fehlt noch. View Soldiers. Customize. Read. Die zweite. Yes, Commander. Yes, Commander. Affirmative. Yes, Commander. Yes, Commander. Egal. Haircutter. Ich denke, das passt ganz gut. So. Mission Control, Covered Extraction, Sand Extraction Squad. Launch Mission. Excellent. We look forward to Clear Unit. Your progress. Clear Unit, Loadout. Das Aim ist bei allen nicht so praller. Sollte es ganz gut treffen dadurch. Clear Unit. Aid Read. Edit Unit. Loadout. Spark Throw. Customize. Customize. Ich will die lieber so aussehen haben. Alkobi auch bitte. So. Der ist sogar schon vor, stimmt. Dann passt das ja. Launch Mission. Ja. Gehen es holt. Detected an Exalt cell based in Canada. It looks like our operative will need assistance in securing the... Komplett mit einem Anfängerteam. Herrlich. One of our covert operatives was nearly successful in a series of Exalt-Com relays when enemy forces moved into the area. If we're going to have any chance of recovering that data, we'll need Strike One to provide protection while the operative finishes hacking the remaining arrays. If we lose the operative, herrlich. We won't be able to recover the intel.
New objective received. Wie gehe ich denn jetzt hier vor? Ah, Light Prisma Rifle, die dir ganz Auge. Wie weit geht's hier? Geht's ein Stück. Wie kriege ich den denn da oben hier raus? Ui. Jetzt muss ich ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Kann der das hier irgendwo hinwerfen, ja. Ich würde gerne weiter raus irgendwie zoomen. Gefechtscanner läuft. Da schon erstmal nicht direkt was zu sein. Aber ich kann auch nicht so wahnsinnig weit sehen dort an der Stelle. Mein Support. Überhaupt mal irgendjemanden auf Overwatch zu haben, wäre schon ganz günstig. Hab's gehört. So, du gehst dann hier rüber. Und du gehst mit. Drücke aus. Auf dem Weg. Go, 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 go. Was mache ich jetzt mit dem? Wenn der sich bewegt, könnte es schwierig werden, denke ich. Begebe mich auf Position. Shit. Packen wir es an. Muss ja schnell rübergehen. Bereit zum Angriff. Oh shit. Hätte vielleicht nicht einfach so raufstürmen sollen. Das ist echt nicht günstig. In der Umständen verliere ich jetzt die Runde direkt deswegen. Komm nicht hin. Im Eilmarsch. Aber ich gucke mich wieder ganz vorne. Ach, shit. Nee, da soll ich wahrscheinlich auch nicht hinschießen. Bin unterwegs.
to designated coordinates. Drücke aus! So, wir laufen dann mal hinten rum, um die irgendwie zu flankieren möglichst. Oh shit. Der wollte da nicht stehen bleiben, okay. Der schießt wahrscheinlich jetzt. Ja, der schießt. Au. Wow, was haben die denn für Kanonen? Die haben Kanonen. Und zwar nicht zu knapp. Warum habe ich trotzdem eigentlich einen Arc-Thrower mitgenommen? Ich will auch Double Tap. Sprich, der kann einen töten. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich mag meinen Support da nicht hinstellen. Da darf ich nicht hingehen. Da auch nicht. Der gibt mir eine Alien-Granate ins Gesicht. Da hat er nämlich keine Deckung mehr. Komm, mach weg. So. Was? Was? Das ist doch ey, das ist wieder so ein schlechter Scherz, oder? Ah, das sind zwei, ne, sind zwei. Vollkommen richtig. Oh, sogar ein Critical, nice, wieder einer tot. Das ist richtig fett. Auf jeden Fall, dass der da reinrennt aus irgendeinem dummen Grund. Der nervt da gerade, der schießt mich wahrscheinlich jetzt auf meinen. Ne, der schießt nicht auf meinen. Oh shit. Der schießt auf meinen. Fuck. Okay, jetzt wir schaden jetzt nicht so viel. Hat der irgendwie mit mehr gerechnet, so wie das aussah. Okay, Panzer explodiert. Ja. Passiert. Mir fehlt eins, ehrlich, eins. Oh, 100. Aber der darf kein Double Tap machen, oder? Das ist wahrscheinlich gerade deaktiviert. Oh, fuck. Ich muss jetzt mal den hier unten ausknipsen. Weil ich sonst Probleme habe. Und zwar massiv. Und zwar muss ich. Kann ich mich sonst nicht verstecken mit meinem da oben. Oh, 8. Wie kommt es denn dazu, dass er so viel Damage macht? So, ich müsste ja nur, wenn ich hier hingehe, den super treffen können. 99%, ich mache weg, bitte. Schön. So, jetzt kann ich mit meinem wenigstens wieder wegrennen. Irgendwie. So, da in voller Deckung. Aha, Overwatch. Shit, ich nehme mich doch noch auf Overwatch. Boah. Oh, mein Glück. Mein Glück.
Oh, In Bewegung. In Bewegung. Auf dem Weg. Nö, ich gehe mal lieber da hin. Okay, Overwatch Nummer 1. Geht daneben. Das ist nicht gut. Mist, Halo Tower Ding. Oh, der hat Halo. Das ist echt nicht so nett. Der kommt noch nie ran. Aber er wird auch gerade nie gesehen. Aber ich muss ihn mal da rannehmen. Ich muss ja hier das hacken und so. Relay-Aktivierung geht nicht. Das sind meine beiden Supports davon. Mal gucken. Entschuldigung, wenn ich hier vorziehe, ist sie wieder so ein Opfer. Nehmen wir mal hier rum. Und ich denke, hier bin ich, werde ich nicht mehr gesehen. Ich will, dass die sich bewegen müssen. Oh, da kommt die Rakete. Nein! Au! Das ging auf zwei von meinen. Oder? What the? Ja, das ging nur auf zwei von meinen. Der muss weg. That ought to slow them down. Now we just need to find and hack the remaining relays. Das kann nur er erledigen. Oh shit. Prozent, komm, mach weg. Komm, mach weg. Erstmal eine Runde heilen, würde ich sagen. Sonst sind die hier ganz schnell drauf. Orders confirmed, on the move.
der Sniper, ja klar. Der muss erstmal nachladen. Wir hatten da Sicht auf den. Die hat Sicht auf ihn, ja. Das nützt aber nicht viel. Wenn die nachladen muss. Und beim Sniper bin ich auch nicht so wahnsinnig scharf, den jetzt auf große Entfernungen zu attackieren. Soll er doch rankommen. Nee, die schütze ich gern mal. Ich jetzt davor gehe, bin ich in Sichtbereich, das will ich auch nie. Und du bewegst dich mal dahin. Gehst auf Overwatch. Wenn du innen eine Pistole hast. Overwatch. Bin der nicht auf Overwatch gegangen? Will ich dem jetzt hier versuchen, in die Flanke zu fallen? Ja oder nein? Prozent. Auf jeden Fall habe ich Halo Targeting. Nee. Dann. Den bringt bloß mal Position sozusagen als Notvariante. So, 47%. Ich mache weg, bitte. Monarchie. Sehr gut. Nachladen. Schicke ich die jetzt hin. Und wieder komplett auf die andere Seite. Wahrscheinlich werde ich meine Seitenrichtung ein bisschen drehen müssen. Nachladen. Elliot Reed. Kurzes Variante natürlich hier durch, wenn du meisten Deckung hast. Rock'n'Roll! Der ganze Auge geht auch mit dahin. Die haben auf jeden Fall alle bessere Aim-Werte als die Truppe vorher. Die treffen auch mal was hier. Da bin ich ganz zufrieden gerade. Fällt gerade ein, ich kann auch da noch hingehen, wenn ich hier durch will. Mein Sniper muss bloß mitkommen. In Bewegung. Bestätige. Und nachladen. Bereit zum Angriff. Gibt's hier keine X-Hort-Zelle mehr gerade oder was? Bin dran. Fertig und bereit. Mach das Tor auf. Klopf, klopf. So, du dashst mal dahin. Dass ich wieder schön in meinem Team drin habe. Das
war echt ein bisschen lucky, was ich da gemacht habe vorhin am Anfang. Ey, meine Fresse. Bis eine Rakete kommt, bin ich am Arsch. Aber da gerade nicht mehr irgendwas berechnet, irgendwelche Bewegungen, habe ich den Verdacht, dass gerade gar keine X-Holz-Zelle unterwegs ist. Bin unterwegs. Oder keiner der X-Holz. Dass ich mich dann noch sozusagen durchschießen muss, wenn ich wieder raus will. Nicht so scharf drauf eigentlich. So einen Fall. Boah. Da schüttelt's mich. Irgendwie gerade. Wenn so ein Kribbeln über den ganzen Körper läuft, ich nicht. Das ist so schrecklich. Da. So eine Gänsehaut, die über den ganzen Körper sich einfach ausbreitet. War das gerade. In Bewegung. Tür auf. Waren nicht vorhin noch welche, die ich hier schon entdeckt hatte? Bin unterwegs. Verteile ich mich hier halt mal eine Runde. Na, nicht. Ich will da generelles Sichern betreiben. Mein Hacking-Typen setze ich mal dahin. Den hier bis zur Rückdeckung geben, wenn falls irgendwie von der Seite kommen. So, bis nach hinten abdecken alles. Last of the relays, Commander. We've got Exalt's data. Now we just need to get the operative to the evac zone. We have a new objective. Mal wieder dahin. Die Frage, gehe ich wieder voll durch die Mitte? Oder gehe ich außenrum? Wahrscheinlich eher außenrum, das ist glaube ich sicherer. Packen wir es an. Ich gehe dann dahin und gehe dann hier auch drüben raus. Aus. Ich mach mich los. Bin nach hinten mit sichern. Bin dran. Nein. Ja, ich will. Da, schön, Overwatch. So, und du gehst auch mit davor. Guck's mal doch mal draußen. We've got new contacts inbound on strike one's position. Da hinten ist mir nicht so, ist nicht so schlimm. Das ist halt wieder welche Raketen. Raketentypen. Schrecklich. Oh, der ist eher schrecklich. Und der. Ich glaube, die haben die getroffen. Ja, beide verfehlt. Und die hat auch verfehlt, oder? Ne, der hat getroffen. Cool. So. So. Jetzt habe ich das Problem, dass hier welche neben mir stehen. Auf jeden Fall läufst du erstmal hier rum. Und machst den fertig. Oder auch nie. Dann machen wir halt nie fertig.
So, das Problem ist. Du gehst mal hier rum auf jeden Fall. Schön dahin. Perfekt. Das bringt mir ein bisschen Stabilität. Brauche ich die normale Waffe nicht, da kann ich auch die Pistole nehmen, das reicht vollkommen aus. Solange ich es versuche. Perfekt. Perfekt. Nur du gehst da hin und deckst das. Das ist, sagen wir, so Front ein bisschen gedeckt ist. Der Typ da hinten nervt mich noch. Wen habe ich noch? Die beiden habe ich noch. Reaperman darüber. 67%. 2 von 3. Hat getroffen. So. Problem ist, die haben Raketen. Deswegen sollte ich mich nicht so direkt neben den stellen. 85, das reicht leider immer noch nicht, aber ich muss es trotzdem nehmen. Oh, Kritiker Treffer. Ich habe gerade Krit-Treffer ohne Ende, das ist unglaublich. So, und du lässt am besten noch da stehen, falls die irgendwie von der Seite da rein wollen. Wie vermutet. Oh, shit. Au, schon wieder Shirley Holmes. Weißt du? Schon wieder! Rums. Wegen der nicht getroffenen Servercoin. Wie geht mal der Kram in die Luft? So. Tja, Shirley Holmes. Tja. Du hast immer ein Glück. So, es sind zwei, die dort sind. Nein, 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 nicht kann. Haha. Nicht sowas. Nee, Shot ist blockt. So. Nee, das will ich eigentlich nicht. Dann gehst du doch, bleibst doch hier. So, Shirley Holmes, die ist keiner von uns auf Overwatch. Das heißt, du sprennst mal weit, weit weg. Ich will dich mir eigentlich behalten. So. Der wird gar nie gesehen, das ist ja noch besser. Dann rennst du mal komplett dahin. So, du läufst mal da und lädst nach. Du läufst da und lädst auch noch. Ich habe da noch einen auf Overwatch. Aber die laufen genauso, dass ich jeweils nicht treffe. Mäh. Warum gerade neben dem blöden Punkt? Nicht schön. Nicht grün, nicht grün, nicht grün. Das heißt, sind jetzt 5 Leute unterwegs von denen. So, dem seine Deckung müsste damit ziemlich zerbröselt sein. Puh, nee, hier will ich nicht weiter vorgehen. Ich werde mich wohl erst mit den Leuten da widmen müssen, ha? Müssen wir daran und lädt's nach, dass wir zwei zusammen sind. Umschalten auf eine andere Waffe und nachladen. So, und du guckst mal, ob du hier an der Mauer irgendwas
Ansonsten so. So. Das ist komisch, warum ich das jetzt sehe. Okay, da ist mein Overwatch schon gewesen. Oh, ich habe sogar Bette getroffen damit. Aber mit 4. Das irritiert mich. Oh oh. Oh ne, der läuft nochmal. Da ist mein auch noch ein Overwatch von mir, der leider auch nie trifft. Shit. Okay. Das ist natürlich ungünstig. Vor allem mit Raketen. Das will ich gar nie sehen. Ich will aber auch dich nie sehen da drüben. Warum ich ihn immer danach aus der Sicht verliere, verstehe ich nie. Jawohl, der ist tot. Das ist schön. Dann kann ich hier rumgehen. Oh, ja, der war ja Overwatch. Hehehe. Der ging gut daneben, aber der hatte gerade meine Entdeckung für meine Leute zerschossen. 75%. Ja, nur 3 Schaden. Prozent, komm, machen weg. Nein! Shit. Wie laufen sie? Empfange Signal vom Gefechtsscanner. Ich jetzt wissen, wo sie hinlaufen. Jetzt noch 3. Er wird noch schießen. Logisch. Oh, der Sprit geht hoch. Das sind rote Fässer. Der ist einfach mal 2-mal gelaufen, hin und her. Sehr gut. Okay, der läuft auch einfach 2-mal da rein. Oh, der Sprit geht hoch. Das ist natürlich ungünstig. Oh, jetzt kann der mich hier sehen. Ha, deswegen. Wie weit kann denn die Elliot Reed laufen? Hm, nicht so wahnsinnig weit. Mist. Irgendeinen muss ich da mal erledigen. 32. Kann ich auch eine Granate hinwerfen? Ja, ich treffe noch mit der Granate. Dann ist der wenigstens raus. Perfekt. Der ist damit raus. Kann ich mich nämlich dann da hinstellen. Und dahin. 53. Nice. 74, komm, jetzt machen wir weg. Ja, du hast jetzt... Arschkarte würde ich nicht nennen, aber... ein schweres Los.
Kurz geruckt. Oh, 100% mal wieder. Und Double Tap muss auch wieder abschneiden. Aber ich mache nicht genug Damage. Nein, Double Tap ist nicht ab. So. 5. Defense erhöhen. Den Miss Smoke. Panzer explodiert halt einfach mal von 3 Schüssen. Das ist so geil. Da das eh als. Ne, ich muss erst nach außen mit den Typen. Vielleicht darf ich ja da jetzt Double Tap benutzen. Jupp, ich darf. Dann ist der weg. Perfekte Runde hier wieder. Continue. Mona war schon heavy. Then a shot with the primary weapon no longer end the turn if taken as first action. Nein, ich finde Hole-Touching einfach so zu wertvoll. Ich habe ein Assault bekommen. Wie der ganze Auge ist Assault geworden. Elliot Reed, Heavy. Hm. Pinker Heavy, geil. Und noch ein Sniper. 1 und 5, Gravely Wounded. 49 Kills und 14 Missionen. Der hat deutlich mehr als 3 Kills pro Mission, der teilnimmt. Sehr gut. X-Halt Intelligent, X-Halt Laser Assault Rifle, X-Halt Laser Sniper Rifle, Heavy Laser Rocket Launcher. Annette is confident that within the last few months of her captivity, Exalt forces launched a direct assault on the aliens in order to recapture her for themselves. If what she's saying is true, Exalt is even more brazen and dangerous than we initially suspected. Tja. So sieht's aus. So. Ich werde noch mal gucken, ob Plasma Sniper und sowas noch kriegen. Ja, assign new research. Plasma Sniper Rifle now for manufacture. Plasma Cannon. Titan Armor. Das ist die richtig fette. New Fighter Craft. Alloy Cannon. Ich nehme erstmal die Titan Armor. Das nächste Projekt. Fällt mir ein. Engineer. Nein. Build Facilities. Satellite Uplink Foundry. Oh, da fehlt mir das Geld dazu. Was zählt das nochmal? Das sieht, glaube ich, gar nichts. Man kann das auch dahin bauen, einfach mit. Das Psi-Labor. So, die Genmodifikation und die Augmentation, die würde ich gerne noch kurz in diese Folge mit reinnehmen. A new gland will allow the brain to detect mental trauma and smooth out the agitation. It can even paralyze the soldier if mental control is lost. Cybernetics Augmentation. The cybernetic interfaces are holding stable, but they're of no use without a cybersuit to interface with. I suggest we manufacture one immediately. When our new mech trooper equips that suit, I think you'll be pleasantly surprised with its capabilities. Okay, a mech suit. Go to mech inventory. Keys to mega power monitor.
Only mech troopers, soldier augmented in cybernetics lab may equip mechs in battle. The mech has 3 tech levels. Research is required to gain access to mech upgrades. Build mech. Allow the mech to lay waste. Okay. Achso, ich kann also einen Flamethrower nehmen oder was, was richtig bitte zuschlägt. Reconsider und das Grenade Launcher. Long Range Grenade Launcher. Also ich nehme das, okay. Okay, Mac 2 kann ich auch direkt bauen. Grenade Launcher oder Heilung. Da das ein Nahkämpfer ist, ist wahrscheinlich Heilung nicht so pralle. So, lieber ein Grenade Launcher. Okay. Was gibt's denn? Achso, das verrät's mir noch nicht, was es da noch so gibt. Foundry, was hab ich denn in der Foundry eigentlich? Heavy Weapons Platform, Improved Arc Thrower. Power of Arc Thrower, we should increase the successful stun rate in combat. Die ist doch schon ziemlich hoch. Schiff Laser. Drop the conventional minigun or shift units currently used in favor of laser cannon. Okay. Scope Upgrade. Okay. Critical shots would increase accordingly. Okay. Improved pistol. The recurve of our entire range of sidearms. You know, the latest. This upgrade will significantly improve the odds of our soldiers scoring critical hit on their targets. Mit den Pistolen. An alien drone. Sacrifice its autonomous movement function. We've been able to retain its repeatable and its bare AI cycles to improve the ship situation firing heuristics. Okay. Nö. Können ja alien grenades erforschen. Dazu muss ich aber eine alien granate draufgehen lassen. Improved medikit. Dafür brauche ich mehr Kohle. 50%, also kann ich dann 6 heilen. Shift Plasma, Drone Capture. If you upgrade to allow the capture of enemy drones, giving us control of the flying drones for the remainder of the combat mission. Okay, Mutant Armor kann sich das Function ist. Could apply some of the same thing. Beam Weapon Research Credit Applied. Okay, also hier könnte ich irgendwie mehr Munition mitnehmen. Jellied Illyrium. This is a full size crafting in a few minutes. It's our flames rather would be too dangerous. With some additional investment too, we could devise a formula to increase flames effectiveness without risking our soldier. Okay. Mobility improvements in both our cyber suits and shift units. Cyber suits are somewhat more advanced than our own by expanding into armor chest. Of course, we could improve our overall armor design. This has potential to increase tactical ability for all mechanized forces. Na gut, da bin ich eh gerade nicht so dabei. Also, these will enable soldiers to bring a second item to the battle. Oh, das ist eher cool. Ein zweites, auf jedem Soldier ein zweites Item. Launch Satellite. Was, wie lange müssen die denn noch? Hä? Nein, nicht Items, mit Facilities. Ein Tag. Ja, machen wir auch noch, komm.
Large Scout. Ah, okay, das ist dann sozusagen nächste Folge. Satellite Uplink complete in dem Moment auch. Ja, also wie gesagt, das ist dann nächste Folge und sonst danke fürs Zuhören und bis bald.